Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio. Begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen OMSI-Folge. Ja, neben der Folge mit dem Bus-Simulator erscheint heute noch diese Folge. Und zwar ist nämlich über Nacht nämlich ein neuer Bus erschienen. Und zwar handelt es sich um dieses Modell hier. Und hierbei handelt es sich um den Citaro Irvine. Interessanter Name auf jeden Fall. Und wo ich das erste Mal diesen Bus gesehen hatte, von den Bildern her, muss ich ja sagen, dass ich das ganz schön fiktiv fand, das ganze Projekt. Allerdings ist das falsche Einschätzung, denn dieser Bus existierte wirklich. Und mit existierte wirklich liegt nämlich daran, dass der bereits schon ausgemustert worden ist. Der Irvine Citaro wurde im Jahre 1996 anlässlich der Expo 2000 in Hannover vom englischen Designer James Irvine für die Ystra in Hannover designt. Er wurde nach einer europaweiten Ausschreibung zusammen mit dem Bushersteller Evo Bus aus Mannheim auf dem neu vorgestellten Citaro aufgebaut und im Rahmen einer großen Vorstellung am 24.05.1999 auf den Opernplatz in Hannover der Öffentlichkeit präsentiert. Insgesamt wurden 101 Irvines Citaros in vier verschiedenen Ausführungen für die hannoversche Verkehrsbetriebe AG Ystra produziert. Insgesamt 8 Solobusse mit Dieselmotoren, 40 Solobusse mit Erdgasmotoren, 37 Gelenkbusse mit Dieselmotoren und 16 Gelenkbusse mit Erdgasmotoren. Soweit, so gut. Nach über 15 Jahren haben die Irvine Citaros bei der Ystra und der LVB mittlerweile ausgedient und wurden alle ausgemustert. Bei der LVB endete der letzte Einsatz am 10.12.2016 in Form von Wagen 14076, welcher morgens auf die Linie 60 ausrückte und nach nicht einmal einer Stunde defekt ausgetauscht werden musste und zum Betriebshof Lindenau abgeschleppt werden musste. Soweit die Geschichte hier von den Ihr Irvine, Citaro Irvine. Also ihr seht, das ist halt wirklich ein reales Modell. Und wenn ich mir das Ganze so angucke, muss ich schon sagen, das ist schon mehr als sehr, sehr speziell hier. Also diese ganzen Rundungen und alles sowas machen den Bus jetzt in meinen Augen nicht wirklich hübsch. Ja, aber da kann jetzt der Modder nichts für. Ne? Das ist halt einfach so wahrscheinlich so diese Machart, dass man sie halt nicht gewohnt halt ist. Ja, durch diese ovalen Scheiben und alles was. Also da muss man sich halt wirklich schon stark dran gewöhnen. Was ich halt putzig finde, ist, dass jetzt wieder ein neues Stück Geschichte in OMSI wieder Einzug erhält, ja, mit einem Bus, der so wahrscheinlich gar nicht mehr auf den Straßen fährt. Aber wie gesagt, wir gucken uns den heute hier mal in Telto an, ja. Also Telto bekommt neue Busse. Wie ihr schon sehen könnt, können wir hier oben die Spiegel ein- und zuklappen, aufklappen. Also auch das hier ist schon eine ziemlich coole Sache. Und ja, wenn wir uns den Innenraum so ein bisschen angucken, auch dieser sieht natürlich extrem, ja, anders aus. Mich erinnert dieser ganze Mittelsektor so ein bisschen wie so eine U-Bahn, ja, die sitzen auch immer so. Aber was ich hier ein bisschen eigenartig finde, ist tatsächlich, es sind ja nur kaum Sitzplätze vorhanden, aber warum gibt es hinten so zwei so eine Doppelschwenktüren? Na, das ist schon ein bisschen heftig. Also für so einen kleinen Solobus, ich glaube, hätte auch eine gereicht, da hätte man definitiv noch einen Sitzplatz mehr hinbauen können. Sonst von der ganzen Qualität des Busses, muss ich sagen, kann sich das Ganze sehen lassen. Das ist übrigens alles umsonst. Ihr könnt euch das kostenlos runterladen auf OMSI Webdisk, wenn ihr da gerade aktuell raufkommt. Denn das gerade ist so ein bisschen der Server, so ein bisschen lame. Ja, der ist natürlich gerade ordentlich wird beansprucht, denn wie gesagt, dort ist dieser Bus exklusiv vorhanden. Ja, sonst, wenn wir jetzt hier hinten mal reinschauen, so sehen wir, wie gesagt, hier oben ist, hier sehen wir die Anzeige und sonst, ja, auf jeden Fall interessantes Design halt. Und von der ganzen Machart muss man schon sagen, kann sich der Bus schon mehr als sehen lassen. Das ist schon wieder so ein bisschen, doch, muss ich sagen, schon wieder so ein bisschen Payware-Qualität. Hier oben, das Dach sieht ein bisschen eigenartig aus, als ob da ein bisschen was fehlt, so von den Texturen her. Aber sonst, ja, das ist so ein kleiner Grimmskranz, über den man meckern kann. Wenn wir mal jetzt hier an den Scheinwerfer richtig rangehen, sehen wir, mit was für krassen Details hier gearbeitet wird, ja, also wie hochqualitativ hier die ganzen Aufnahmen sind, die vom Bus gemacht worden sind. Wer hat denn den Bus gebaut? Können wir auch nochmal schnell gucken. Copyright liegt hier bei MX200, Bahn Hannover, David M., Leon M., Sven und, okay, MX200 ist für das Modell, also ist der Modellersteller. Bahn Hannover hat die Beschaffung von Informationsmaterialien, Fehlerbehebung, Vorstellung. David D. hat die Texturen, Leon M. die Sounds und Sven hat die Scripts und Modellaufbereitung gemacht hier. Ja, muss man halt hier dementsprechend auch mal ein wenig loben.
Irvine Cicero aka Philipp B. für Informationsmaterial rund um den Irvine sowie Johannes P. für die Möglichkeit, den 7854 abzufotografieren. Also da kommen die ganzen Fotos her. Und sonst liegen nur noch ein paar Rechte vor, wie zum Beispiel mit dem schwenkbaren Außenspiegel und so weiter. Aber nun gut, das sind jetzt erstmal die ganzen Informationen, die hier verfügbar sind. Also lest euch die Readme durch, da gibt es eine schöne Geschichte halt zu diesem wundervollen Bus. Ich habe das Ganze jetzt mal so ein bisschen abgekürzt. Und sonst, wie gesagt, haben wir hier alles hier drin. Fahren das Ganze wieder mit Tracker R natürlich. Habe ich schon gesagt, dass wir in Teltow unterwegs sind. Teltow auf der Linie 601 fahren wir heute. Und zwar von Sigrid-Horst nach Waldschenke. Eins ist, wo ich wirklich sagen muss, ich bin da einer der wenigen, der halt wirklich die Readmes durchliest, aber bei hier dem Fergo-System war natürlich nichts drin gewesen, wie hier Passwort und Kennwort waren. Allerdings waren sie relativ einfach. 111 und 111. Und somit können wir das Ganze hier schon benutzen. So, Linieneingabe haben wir hier heute die 601. Umlaufeingabe. So, nein, wir müssen nicht, brauchen Umlauf 02. Schon lange nicht mehr gefahren. So, da sehen wir S-Bahn Potsdam Hauptbahnhof. Also das ist er. Das ist, wie gesagt, der neue Bus, der, wie gesagt, ab jetzt zum Download zur Verfügung steht. Besser spät als nie, muss ich sagen. Ich habe es ein bisschen verpasst, denn das, wie gesagt, das Ganze erschien dann wieder nachts. Da hatte ich dann leider nicht die Möglichkeit dazu, das Ganze halt dementsprechend schönen guten Tag schnell aufzunehmen, sage ich mal. So, wir sehen hier vorne auch die Außenschwenktür, die auf und zu geht, ne? Also mit einer einzelnen, sie ist sehr, sehr, sehr schnell. Aber schön, dass sie halt auch runterfährt und hochfährt noch, ja, wenn sie sich eingekniet hat, so. Ja, also das ist schon eine ziemlich coole Sache. Wir werden mal die Zeit Vorsprung, was ist denn los heute? So, 26 Minuten haben wir. Dann machen wir 8,50. Und dann wollen wir mal starten. Oh, das war falsch. So, dann müssen wir mal kurz mal hier so. Oh Gott, was ist los? Jetzt haben wir ihn. Alles klar. Und wir starten schon wieder mit Verspätung. Also von daher gar nicht lange hier. Gar nicht lange hier rumfackeln. So, und jetzt hätte ich bitte gerne den. Aha. Na, jetzt aber. Grund will er jetzt nicht losfahren. Ich weiß jetzt nicht warum. Ah. Naja, die Ausfallquote haben wir ja gelesen. So. Weg.
So, Bahnhof Teltow. So, lass mal so einsteigen. Hallo. Hallo. Dann alle hinten. Hallo. Mozartstraße. Ach ja. Hallo. Ja, wunderschön. Ich brauche die Tür vorne wahrscheinlich gar nicht aufmachen. So wie das Ganze halt aussieht, steigen die alle erst hinten ein. Das ist schon ein bisschen komisch, ja, warum die alle hinten einsteigen. Tür halt vorne einfach ein bisschen zu lange braucht mit dem Öffnen, oder? Ich habe keine Ahnung. Warum fahren die hier so langsam? Also irgendwann mache ich die Tür vorne nicht mehr auf, ja? Also das ist dann schon ein bisschen ärgerlich, denn wenn du die Tür dann immer auf und zu machst und dann... Bürgertreffen.
Wir laufen eh schon alle nach hinten. Schönen guten Tag. Wir können uns da einsteigen. Klappt das schon. So, die Zehlendorfer Straße. Wie gesagt, ich hoffe, mit der Lautstärke passt das Ganze, ja, dass ihr viel von dem Bus hören könnt. Ich wurde ja letztes Mal auch ein bisschen kritisiert bei dem Fernbus-DLC. Aber das ist das Problem. Ja. Manchmal ist das extremst laut, ja, dann brüllst du manchmal in das Mikrofon. Ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ne? Deswegen hoffe ich mal, dass es einfach mal heute passt, jetzt hier mit der Lautstärke von OMSI. Und dann sollte das schon klappen. Berlin-Steglitz. Also so an sich, muss ich sagen, fährt er sich schon sehr, sehr schön. Ja, also zieht ordentlich an, ja, eiert nicht so rum in den Gängen. Also da ist schon relativ schön. Also es ist wahrscheinlich wieder ein Modell, was man wahrscheinlich wieder doch öfter wahrscheinlich benutzen könnte. Schöne Spiegel. Obwohl ich da sehe, da ist irgendwo ein Fehler in der Scheibe drin. Das sieht aus, als ob wir so eine gesprungene Scheibe haben. Da wird wahrscheinlich vom Objekttyp hier noch irgendwas drinstecken. Seht ihr das da oben? Irgendwas ist da. War ein bisschen knapp gerade. Oh, was ist der Scheiße? Boah, das ist effizient. Ja, Kreisverkehr fahren hier ist schon eine Kunst. Was ist hier denn los? Kommt gerade wohl alle von Real oder sowas.
So, schön, jetzt haben wir wieder einen längeren Ladescreen hier wieder. Aber er lädt halt auch gefühlt einfach heute ewig gar nicht nach. Warum steigt sie jetzt nicht ein? Na, zu Pech. Ja, guten Tag. Ja. Wartestraße. Oh, wir haben unsere Verspätung rausgefahren. Hallo. Boah, das läuft doch. Da kommen wir mal mit hier. So.
Leute. Ist ein sehr angenehmer Bus auf jeden Fall. Hallo. Kann man sich auf jeden Fall runterladen, kann man sich anschauen, wie gesagt, für Umme. Die Zeit hat nichts dafür. Ist das ein echt schöner Bus, ist mal im Gegensatz zu den anderen Bussen, die wir ja hier so noch zur Verfügung haben, doch mal ein ganz anderes Modell. Also es lohnt sich. Puschkinstraße. Guten Tag. Und noch ein Kinderwagen. Und da haben wir es ja mit dem Kinderwagen hier. Der ist wohl sehr, sehr kinderfreundlich, der Bus. Aber ganz ehrlich, so wie er auch aussieht, kann ich nicht verstehen, warum hier so viele Kinder mitfahren wollen. Der sieht auf jeden Fall schon mega speziell aus. Aber wie gesagt, es fährt sich sehr angenehm. Aber ich habe eigentlich auch nichts anderes erwartet. Wie gesagt, U530 und sowas, ja, also die kannst du echt... sind alle göttlich. Ich finde die Bremslampen sind ein bisschen schwach. Schön. Ach ja, schön. Immer wieder das Gleiche, wenn du aufnimmst, sich dann irgendwelche Leute dann zutexten auf Discord oder sowas. Ah, traumhaft. Waldschenkel. So, Endhaltestelle. Also aussteigen.
So. So, naja, jetzt will er hier irgendwie gerade die Abschlusswehr nicht finden. Naja, belassen wir es hierbei. Irgendwo, ich mich wahrscheinlich schon wieder irgendwo hinstellen müssen. Wahrscheinlich hier, wa? Oder? Wo wollt ihr hin? Waldschenke 2, Terminus, Waldschenke 5, Ankunft. Schauen wir mal kurz nach. Waldschenke 5. Ach so, da soll ich hin. Ah. Naja, mal gucken. Hier ist mal anders. Keine Ahnung. Das will jetzt hier alles nicht. Es soll uns wurscht sein. So. Auf jeden Fall. Oh, auch hier mit den Scheinwerfern. Die sind extrem schwach eingestellt. Also da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Ja, also was gibt's zu sagen zu dem Bus? Ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich ziemlich hübsch gemacht. Das kann ich absolut sehen lassen. Oh. Stopp. Machen wir hier vor der Tür auf. So, hier oben zum Beispiel sehen wir. Hier habe ich Waldschenke Potsdam, wie das alles da steht und alles was. Also außer die Sachen jetzt bei der Beleuchtung her. Ja, die fallen natürlich auf, dass da irgendwas, da muss ein bisschen was nachgestellt werden. Aber sonst im Großen und Ganzen gibt es hier an der Stelle wirklich nichts zu sagen hier zu dem Bus. Er fährt sich wirklich abgrundtief gut, ja. Also man kommt wieder relativ schön schnell alle Gruppen vorbei, wie sich natürlich jetzt der Gelenkbus fährt. Das müssen wir jetzt auch nochmal in den nächsten Folgen testen. Also so im Großen und Ganzen haben wir hier wieder einen absolut schicken Bus jetzt für OMSI. Auf jeden Fall selbst mal reinschauen, wenn ihr da Bock zu habt. Und dann, ja, freue ich mich natürlich, wenn wir uns zum nächsten Part hier wiedersehen, wenn es weitergeht mit OMSI. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und sonst verabschiede ich mich hier, bedanke mich. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.